Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yoshi's Crafted World. Wir waren ja in der letzten Folge auf Zugreise. Und bevor Yoshi einschläft, gehen wir uns neue Outfits kaufen. Hier gibt es einige. Und wir sollten ja genügend Münzen haben, alle direkt kaufen zu können. Einmalig kostenlos? Wir können einmal kostenlos ziehen. Ja, dann machen wir doch kostenlos. Weiß zwar nicht warum, aber dann ziehen wir ein kostenloses Outfit. Was kriegen wir? Einen Minienwagen. Wir wollen aber natürlich weiterziehen. So, also, genau. Jetzt werfen wir 9 Münzen ein. Und holen uns die Bälle raus. 9 Stück an der Zahl. Das waren auch alle, so wie es ausschaut. So wie das aussieht, waren das alle. Was kriegen wir denn? Einmal ein Bonbon-Schachtel. Eine Bonbon-Schachtel. Ein Minimauser. Dann kriegen wir ultra selten Dosenkondor. Mhm. Eine Kondor-Box. Eine Bastelkatze. Einen rosa Waggon. Einen lila Waggon. Einen Büffel. Und eine silberne Schubkarre kriegen wir noch. Gut, wir ziehen natürlich was an. Und ich habe mich auch schon für etwas entschieden. Und zwar für... Wo ist er denn, der Mauser? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Hier, für den Mini-Mauser. Das Ganze ist jetzt auch vollständig. Wunderbar, haben wir alles gekauft, was es zu kaufen gab. Haben wir das also auch geschafft. Und dann wollen wir als Mini-Mauser zum gemauserten Magneten. Wie passend, würde ich mal sagen. 10 Blumen gibt's. 7 zum Binden und die 3 üblichen, dann wollen wir loslegen. Und hoffentlich schaffen wir diesmal dieses Level direkt und müssen nicht nochmal rein und suchen. Yoshi! So. Oh, der hat ja einen Piekser. Au. Und da ist ein Magnet. Was machen wir mit dem? Ah, auf den können wir drauf. Oh, ich glaube, das war... Wie kriege ich den jetzt wieder nach oben? Ach, den kann man schlucken. Aha. Okay. Oh. Das ist schon mal gut zu wissen. Die schmeißen sich die Magneten hier gegenseitig hin und her. Und das Blaue kann man doch sicher abwerfen, ne? Kann man dich nochmal abwerfen? Nee. Also ja, aber ist nichts mehr drin. So, da oben ist eine Dose. Da ist ein Magnet. Erstmal holen wir uns die Herzen. Und schmeißen mal hier das ab. Gut, dann schmeißen wir hier den Magneten hin. Opa, Yoshi. Und da haben wir die erste Blume. Aber noch keine rote Münze. Da kommen wir auch hoch. Aber da ist so nichts. Das ist nur für die Tür hier. Kannst du dich mal umdrehen, bitte? Ich würde dich essen. Na gut. Dann gehen wir halt über dich drüber. Da oben haben wir ja auch gesehen, war was. Und wir brauchen wieder einen Magneten. Ja, dann müssen wir den Magneten hier hinten wiederholen. Und den da vorne hinschmeißen. Oh. Und dann gehen wir einmal hier rüber. Und finden hoffentlich...
die ersten zwei roten Münzen. Das ist schon mal gut. Ich wollte eigentlich das Plakat abschmeißen. Ach, das kann man nicht abschmeißen. Hm. Na gut. Da hinten ist auf jeden Fall so ein Mini-Mauser mit einer Münze. Hier kommen auch jede Menge Münzen. Oh, oh. Runter. Dann schauen wir doch erstmal hier runter. Und finden hier Blume Nummer 2. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben noch keine ausgelassen. Der hat sicher eine rote Münze. Na, war klar. Oh, die schmeißen sich die Münze hin und her. Jetzt nicht mehr. So, da ist wieder so ein blaues. Ein blauer Stein. Mit Magnet da rein. Hä? Ich habe kein Magnet. Egal, wir schauen mal. Ah, da oben sind die mit Magneten. Okay. Haben sie sich erschrocken? Haben sie sich erschrocken vor der Katze? So. Da kommen wir nicht drauf. Abwerfen können wir hier auch nichts. Aber den Magneten nehmen wir mit. Da ist ein Geschenk. Das nehmen wir natürlich mit. Haben wir wieder eine rote Münze gefunden. Oh. Da wollen wir hoch. Vier rote Münzen haben wir hier. Sehr gut. Au. Oh Mann, dreht euch doch mal um. Du sollst dich umdrehen. Dreh dich um. Ja, ich bin ein Mauser, siehst du? So. Da haben wir. Die schmeißen sich auch eine Münze hin und her. Hehe, gefangen. Herzen, die können wir gut gebrauchen. Meine. Wieder eine rote. Jetzt haben wir 9. Oh. Da ist ein Riesenmagnet drin. Okay. Der Pfeil nach unten sagt wahrscheinlich, ich soll eine Stampfattacke machen. Alles klar. Oh, dreht er sich genau in dem Moment um, wenn ich ihn treffen will? Umdrehen. Ich bin Mauser. Das interessiert den aber anscheinend gar nicht. So, die Münzen nehmen wir alle mit. Da ist oben wieder irgendwas. Oh, haben wir genügend Eier? Ja, haben wir. Dann, Concentration. Oh, Äpfel sammeln. Hä? Oh, ich muss sie fressen. Ja, könnt ihr euch aufregen. Regt euch nur auf. Ist da oben noch mehr? Nee. Weil ich komme da auch gar nicht hoch. Gut. Dann wollen wir weiterschauen. Da kommt man aber hoch. Und unten kommt man irgendwie auch rein. Wir nehmen mal das Ei mit. Bevor wir jetzt nach links gehen. Oh. Da kommt ja wieder der Piekser. Hm, Magnet haben wir keinen. Aber da unten wäre einer. Nur ich komme da unten. Ich komme ja dann nicht mehr hoch, wenn ich den jetzt mitnehme. Jetzt die Frage. Ne, von da wische ich den nicht. Gut, wir machen jetzt erstmal das und dann schauen wir gleich weiter. Oh, das sind blaue Münzen. Oh. Nein! Oh. Oh, Glück gehabt. Das war knapp. Aber, nein, wir haben eine Blume vergessen. Also muss das links irgendwo sein. Wir müssen irgendwie hier, ich tippe, dass die irgendwo da oben ist. Haben wir hier irgendwo einen Magneten, den wir mitnehmen können? Wir brauchen einen Magneten, den wir mitnehmen können. Aber der ist da gefangen. Aber so weit...
so weit? Wenn ich den mitnehme, dann... Ja, dann geht das Ding runter. Ob ich das schaffe? Oh, nee, das schafft man nicht. Das schafft man nicht. So, jetzt vielleicht? Nee, das schafft man nicht. Nee. Nee. Also müssen wir uns was anderes überlegen. Das ist schon so gemacht. Dann müssen wir uns doch irgendwo da vorne einen Magneten holen. Laufen wir erstmal noch ein Stück nach rechts. Vielleicht finden wir da ja einen Magneten. Weil hier unten kommt man wieder raus. Gehen wir mal hier oben entlang. Dich fressen wir mal. So. Jetzt kommen wir nämlich hier entlang und können da... Oh, da rennt einer. Nein, wir wollen... Ich mach die ganze Einrichtung hier kaputt. Aber das, was ich treffe, treffe ich nicht. Jetzt. Immerhin. Noch eine rote Münze. Den schmeißen wir mal mit dem Magneten ab. Und jetzt kommen wir nämlich hier rüber. Komm. Man. Hier hoch. Und da ist die Blume. Das müsste die jetzt die in der Lücke sein. Wunderbar. Den nehmen wir vorsichtshalber wieder mit, den Magneten, ne? Weil ich glaube, wenn wir das jetzt mal da dran schmeißen. Okay, da oben sind noch... Au! Hat er mich doch erwischt. Ja, wir müssen... Eigentlich müssen wir den Magneten da wegmachen. Aber dann geht das höher. Okay, das war ein bisschen zu hoch geschmissen. Versuchen wir das mal auf die Weise. Irgendwie muss man doch da hochkommen. So, jetzt haben wir das wenigstens gelöst. Ich glaube, das gehört sich so. Da werden wir erstmal wieder geheilt kriegen, jede Menge Münzen. Das ist gut. Und dann haben wir wieder Mäuse mit Magneten. Ah, da unten ist die Luftpumpe. Euch erschrecken wir wieder. Bleibt da. Bleibt ihr da. Die anderen sind schon wieder hochgeflüchtet. Hey, hey! Ihr seid nicht nett. So, komm wieder runter hier. Bleibst du da? Bleibst du? Bleib. Die veräppeln mich ganz schön hier. Hey, jetzt. Hört auf, den Yoshi zu ärgern. So. Man soll jetzt hier lang? Nee, da will ich nicht lang. Ich will erst hier hoch. Okay, dann müssen wir das ein bisschen... Den fressen wir mal. So, jetzt kommen wir nämlich hier hoch. Und da haben wir eine Blume. Gut, von den Blumen her schaut es bisher gut aus. Da haben wir alles mitgenommen, was da ist. Nur rote Münzen.
Er kommt zumindest hoch. Da ist ein Fragezeichen. Drei rote Münzen fehlen uns noch. Okay, wir müssen also zurück und das an den anderen Magneten wiederholen. Geh weg, du Maus, du. Geh weg. Ah, nicht dagegen. Mensch. Du sollst weg. So. Ja, geht so auch. Da oben ist ein Fragezeichen. Das heißt, wir haben jetzt auch alle roten Münzen. Das sieht doch gut aus. Jetzt dürfen wir uns nur nicht mehr groß treffen lassen. Wir bräuchten noch einen Magneten, damit wir da hochkommen, ne? Ah, da ist noch ein Magnet. Das heißt, wir nehmen jetzt einmal den mit. Schmeißen den einmal dahin. Oh. Na komm. Yoshi. Enttäusch mich nicht. So viel hast du... Oh, ich glaube, das war zu hoch. Ja, das war zu hoch. Na. Da. Da kommen wir hoch. Nehmen wir den mit. Ah, Yoshi. Oh, Yoshi, was magst du denn? Du sollst doch einmal nur darüber. Na toll, ich brauche noch einen. Da oben ist garantiert irgendwas. Ha, da war nämlich die Blume. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt alle Blumen, wir haben alle roten Münzen und wir haben volle Herzen. Es sieht gut aus, dass wir... Oh, 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 oh. Dass wir dieses Level direkt im ersten Versuch komplett schaffen. Sehr schön. Alles geschafft. Alle Blumen. Münzen haben wir über 100. Das ist immer das Einfachste. Herzen haben wir auch. Und rote Münzen haben wir auch. Endlich mal wieder ein Level direkt auf den ersten Versuch geschafft. Und dann hängen wir jetzt noch die Schnuffelsuche hinten dran. Dann haben wir dieses Level komplett. Hier öffnet sich schon der neue Weg, aber erst suchen wir uns noch die Schnuffelchen. Jetzt habe ich wieder nicht auf die Zeit geachtet. Ich habe da echt ein Talent drauf. Ein Talent dafür. Oder eben auch nicht. Aber wir geben einfach Gas, rennen los. Und achten darauf, dass hier irgendwo Schnuffel bellen. Dreh dich um. Mensch, du kostet nicht zu viel Zeit. Aber wir brauchen halt auch die Eier. Man weiß ja nicht, ne? Oh. Gut, hier ist kein Schnuffelchen. Hier auch nicht. Immerhin ist hier alles offen, das ist schon mal gut. Oh, da ist ein Schnuffelchen. Wo ist es? Ich höre es. Aber ich sehe es nicht. Wo ist es denn? Oh Mann, ist das da oben? Habt ihr einen Magneten für mich? Nee, ihr habt keinen Magneten. Da muss ich raus und den Magneten holen. Oh Mann. Ja, ich bin gleich da, Schnuffelchen. Geh weg, Maus. Da ist Schnuffelchen Nummer 1. Sehr schön. Und dann direkt weiter. Nicht lange aufhalten. Ja, speichern können wir mal machen. Au. Geh weg. So, hier kommen wir zum Glück durch.
Hoffentlich verpassen wir kein Schnupfelchen. So, euch fressen wir. Oh. Hier hüpfe ich rum. So. Im Hintergrund ist auch kein Schnuffelchen. Hier, au, da oben ist es. Fällt das jetzt mit runter? Ja, fällt es. Schnuffelchen! Bleib da. So, Schnuffelchen Nummer 2. Und dann fehlt uns nur noch Nummer 3. Yoshi rennt. Ach nee, da hat nichts gebellt, dann können wir weiter. Oh, da oben ist es. Okay, okay, okay. Aber wie komme ich da ran? Schnuffelchen? Ja, ich höre dich, aber wie komme ich an dich ran? Ah, ich brauche den Magneten. Da ist es. Und jetzt ab ins Ziel. Ach, geht doch weg hier, Mäuse. Auf ins Ziel. Lauf, lauf, lauf. Und ist die Mama da? Ja, Mama ist da. Und daher haben wir das auch geschafft. Sehr schön. Sprich, dieses Level können wir auch einen Haken dahinter setzen. Als komplett den... Ich meine, ich weiß, wir müssen früher oder später nochmal rein, weil wir ja die ganzen Dinge für unsere Roboter finden müssen. Aber das machen wir mal in einem extra Part. Und hier sind wir schon bei unserem nächsten Freund. Uff, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 15 Grinseblumen. Ja, die haben wir. Die geben wir dir auch gerne. Hier. Gönnen wir. Viel Spaß. Mir geht's blendend. Gehe auch sofort aus dem Weg. Und hopp. Na dann. Sofort. Er hüpft erst noch 5-mal rum. Ah, vielen Dank. Wie hast du denn hierher gefunden? Ah, auf der Suche nach Traumjuwelen. Verstehe. Das war Yoshisch. Neulich flog ein Kerl mit blauem Bademantel vorbei. Hat wohl gerade geduscht. Er sah aus, als hätte er nichts Gutes im Sinn. Also immer schön aufpassen. Das mit den Traumjuwelen sollte man besser nicht hinausposaunen. Und hier sind wir bei einem Fragezeichen-Level. Und das schauen wir uns in der nächsten Folge an, wenn es wieder heißt Yoshi's Crafted World. Bis dahin, euch noch eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal.